Hallo, meine lieben Klötzchen, herzlich willkommen zurück. Ja, und die Vorderseite haben wir ja nur fertig. Und jetzt müssen wir uns mal mit den anderen Seiten noch ein bisschen beschäftigen. Und das Türmchen vor allen Dingen da oben müssen wir langsam mal machen. Das wird auch nochmal eine Herausforderung. Ich bin immer noch am Überlegen, aber ich denke mal, uns wird noch einfallen, in welcher Farbe wir das bauen können. Ich würde sagen, vielleicht was Holziges, aber vielleicht um auffälliger zu machen mit der Uhr da drinne. Ja, ich denke mal, wir werden das einfach mal auch in Wolle versuchen. Das Problem ist nur, wir haben bei Wolle natürlich keine. Was macht ihr hier eigentlich alle? Ich hatte euch doch letztens schon ausgeortet. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal wieder um diese netten Herrschaften. So, okay. Ja, sie guckt mich wieder an. Bang. So. Wir werden erstmal hier ein bisschen reduzieren. Ihr wisst ja, wenn man auf vier Blöcken steht, in die Hocke geht, dann passiert einem nichts. So, Nummer 1 hätten wir. Ah, nicht getroffen. So, den haben wir. Den haben wir. Okay. Und den machen wir nochmal den hier. So, er kommt schon. Eine Runde. Golems finde ich. Auch eine Art an Eisen zu kommen. Also wenn ihr mal zu viele habt oder so. So, jetzt müssen wir den da hinten nochmal. Jetzt ist der Händler da schon wieder. Ich weiß es nicht. So, dann kommen Sie mal her. Weil was zu viel ist zu viel. Und so viel Golems braucht kein Mensch hier. So. Okay. Gut, haben wir hier noch irgendwo einen Golem herum, den wir noch nicht verarztet haben? Alles gut. Wie gesagt, es greift euch hoch. Es greift auch Tatsache nur der an, den ihr angreift. So, okay, dann hätten wir das Golem-Problem mal beseitigt. So, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Turm da anstellen können. Also erstmal machen wir unser Inventar wieder mal leer. Knöpfe raus, das raus. Gut, brauchen wir auch jetzt nicht. Die nehmen wir mal zur Sicherheit mit. Überlegen wir mal. Das, was wir auf jeden Fall bräuchten. Ja, mache ich das mit Umrandung? Ich weiß es nicht. Ah, das ist alles eine Frage des Geschmacks. Also wir nehmen auf jeden Fall schon mal Stämme mit. Nehmen wir mal zwei Stacks mit. Und dann schauen wir mal, wie viel Wolle wir hier noch haben. Mal auch noch genug. Ich würde sagen, wir nehmen die mal mit. Und ich muss noch mal gucken, wie wir das mit der Uhr hinkriegen. Also das wird ein bisschen eng, aber vielleicht schaffen wir das. Ich weiß es noch. Ich haben wir eigentlich noch Mangrove? Mangrove haben wir eigentlich auch noch. Aber ich würde sagen, das machen wir später. Gerüste habe ich einen ganzen Stack noch. Dann nehmen wir die auch noch mal zur Sicherheit mit. Ja. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal ans Türmchen und bei die anderen Seiten dekorieren, das kriegen wir ja schnellstens hin.
So, jetzt müssen wir uns das Ganze mal angucken. Wir wollten ja hier immer noch die Treppe machen, ich weiß. So, jetzt müssen wir erstmal ganz nach oben. Die letzte Etage. So, jetzt muss ich mal schauen. Also. Der Turm wäre hier. So, das, was ich gerne machen würde, ist, da müssten wir zwar nochmal runter, aber das ist ja egal, das hier durchziehen und dann von da aus quasi den Turm aufbauen. Okay, dann müssen wir doch nochmal nach unten. Noch eine Etage. Muss mal gucken, vielleicht habe ich hier noch genügend Stufen. Ja, haben wir noch. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das dazu. Und dann schauen wir weiter. So, das müsste hier sein. Yep. Okay, dann machen wir das nämlich jetzt hier mal zu. Denk dran, immer sneaken. Dass wir zumindest hier schon mal eine Basis haben, wo wir auch die Gerüste dann aufstellen können. Und wie gesagt, Treppe und so machen wir alles ein bisschen später. Weil wir haben ja jetzt erstmal unsere Gerüste. Das muss reichen. Jetzt Weg nach oben. So, jetzt haben wir das. Jetzt bin ich am Überlegen. Und zwar, wie hoch der Turm werden muss. Machen wir das hier erstmal weg. Nehmen erstmal die Wolle. Und würde sagen, wir setzen den ersten hier. Das können wir immer noch ändern. So, das ist sozusagen die erste Reihe. Ja, das nachher schön verkleiden. Mal sehen. So, das ist sozusagen die erste Reihe. Jetzt müssen wir mal sehen. Der Turm muss ja jetzt hier hochgehen. Und er müsste größer sein wie das Dach. Jetzt ist die Frage, machen wir das zwei größer oder nur ein größer? Weil da kommt ja noch die Zipfelmütze oben rum. Am besten haben wir mal. Machen wir ein weniger. Wir schauen mal, wie viel Dinger wir hochgebaut haben jetzt. Also 1, 2, 3, 4. Gott. 7 mal. 2, 8, 9. So, wir haben 1, 2, 3, 5 innen drin. 6, 7. 7 mal 9, das müsste eigentlich gehen. Das müsste relativ eckig sein aus. So. 1, 2, 3, 4, 6, 9. Okay. Den schleichen wir uns nach vorne, ziehen mal die Kante durch. Weil hier kommt ja das Dach dann rauf. Und es wird schon wieder Nacht. Ich fasse es nicht. Oh Mann. Okay. So, ich würde sagen, wir machen 1, 2, 3. Das ist eine gute Größe. Machen das jetzt erstmal alles, damit man das von außen dann besser einschätzen. Da, jetzt müssen wir erstmal nach unten. Ich würde sagen, wir holen unser Bett hier hin, weil wir haben ja hier jetzt zu tun. Mein Bett. Also wirklich. So, nehmen wir mal das Bettchen jetzt mit. Das ist so nervig immer dann.
hin und her zu laufen. Okay. Den stellen wir das Bettchen hier einfach jetzt mal so hin. Okay, dann machen wir dasselbe jetzt mal hier. Ich hoffe, dass das dieselbe Höhe ist. Das war mir wieder klar, dass wir uns da verzählen. Mich jetzt 8 hoch? Oder habe ich mich verzählt? Aber ich habe den unteren nicht mehr. Okay. Okay, das passt. Das heißt, das müssen wir. Machen wir mal so ran, soweit wir kommen. Okay. Das ist jetzt eine ziemliche Kletterei hier. Ab. Ab. Okay. Ihr wisst ja, Gerüste. Freund und Helfer. Oh. 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 Oh, das kann ruhig verdecken. Das machen wir bis ganz nach. Okay. Das können wir dann später. Guck mal, das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite machen. Dass wir genug Wolle haben. Na, da kommen wir an. So. Ja. Okay. Dann hier noch mal ein Satz hinunter. So, dann müsste das eigentlich relativ gleich aussehen. Und dann müssen wir jetzt hier noch mal bauen. Okay. Aber nicht ganz oben, okay. Jetzt, wir brauchen doch wieder unsere Gerüste. Okay. Machen wir ja nicht so viele. Weil es geht ja nur darum, ob die Optik jetzt passt. Okay. Gut, dann haben wir das und das. Immer mal nach unten gucken, wie das aussieht, ob das mit der Höhe so stimmt. Weil, wie gesagt, da kommt ja noch das eine Dach hin. Naja. Ich weiß nicht, warum sie immer versuchen, durch den Balken zu gucken. Ich habe keine Ahnung. Suchen sie nach Holzwürmern oder so. Ihr denkt dran, immer ein Stück weggehen. Ich glaube, wir werden die Holzkanten da wegnehmen. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich glaube, das Ding braucht keine Umrandung. Wir haben noch genug Bolle. Eieiei. Ah.
Haben wir nicht. Okay. Ich werde mal in der Zwischenzeit schnell zusehen, dass ich noch ein bisschen Wolle auftreibe. Das kann jetzt einen Augenblick dauern. Bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Das war eine Plackerei gerade mit Wollefarmen und dergleichen. Ihr seht schon, es fängt schon wieder zu regnen. Ich weiß es nicht. Okay, dann werden wir erstmal was anderes so lange machen. Wir werden in der Zeit, wie wir jetzt hier im Regen stehen, beigehen und mal schauen, dass wir das Treppenhaus irgendwie machen. So, dafür brauche ich nochmal diese Stufen. Das geht ja gar nicht. Das ist mir viel zu nass da draußen. So, und damit ihr was seht, machen wir mal den Shader auf. Und den basteln wir mal jetzt so lange, wie es da draußen regnet. Einfach an unserer Treppe weiter. Und dann könnten wir auch was essen in Ruhe. So, ich würde sagen, wir machen die Treppe hier einfach einen breiter. Mal gucken. Okay, das heißt hier muss das aus. Okay. Ab. So, und den... Ach, jetzt habe ich eine Steintreppe. Das ist so... Das ist nicht das, was ich... Ich will diese anderen. Müssen wir mal kurz an die Steinsäge gehen. Ach, die können wir nicht umwandeln. Das ist... Das geht schon mal nicht. Das hatte ich jetzt total verfehlt. So, das heißt, wir brauchen die hier. Einfach in die Steinsäge. Nein, wir brauchen auch gar nicht so... Okay, mal wieder rein. Wie gesagt, erstmal die Treppe fertig basteln. Weil das triggert mich schon die ganze Zeit hier. Ja. Das Licht ist gewöhnungsbedürftig, ihr merkt schon. So, und dann setzen wir die einfach hier ran. Und ich glaube, so eine Zweier-Treppe ist auch viel, viel schöner. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, hier, ne? So, okay, dann haben wir die Treppe hier schon mal besser. Wir könnten die eigentlich auch gleich beigehen und ein bisschen verkleiden. Wir müssten ja noch genügend Falltüren haben. Schon wieder im Regen. Okay, Falltüren. Ich brauche die Kieferholz-Falltüren. Wir haben keine... noch Kieferfalltüren. Nö, da müssen wir uns welche machen. Aber das kriegen wir hin. Okay, und dann wählen wir Falltüren aus. So. Das müsste eigentlich ausreichen. Könnte ausreichen. Weil zumindest innen möchte ich das schon. So machen. So, und dann machen wir das mal. Tür setzen wir später ein. Weil hier könnte man jetzt eine wundervolle kleine... Würden Sie bitte mal da zur Seite gehen? Genau. So. Und dann klappen wir die mal hoch und schauen uns das mal an. Ich würde sagen, die holen wir hier weg. Dann hat das beides so ein Stück nach hinten. Okay. Das heißt, wir gehen wieder auf. Den Block haben wir genommen. In die Hocke. So, und dann müsste das eigentlich passen. Sehr schön. Okay, das, was wir nicht vergessen dürfen, ist hier unbedingt, macht hier Licht rein. So, okay, dann machen wir das gleiche Prinzip hier auch nochmal. Heißt, in die Hocke gehen. Aufsetzen.
Und Lappen. So, und jetzt seht ihr ja, haben wir ja das hier. Und das verkleiden wir jetzt. Ob. Den braucht es, glaube ich, gar nicht. Weiß ich. Den machen wir nochmal weg. So, okay. Wieder eure Fallschirme nehmen. Okay, gehen. Und zuklappen. Wie gesagt, Tür machen wir gleich. Da muss ich gucken, ob ich da noch eine hab. Okay, die Reihe müssen wir doch noch machen, seht ihr. Okay, Falltüren. Und zuklappen. Jetzt wollen wir das ja hier nutzen. Und ich würde sagen, wir machen die Tür hier hin. Das heißt, ihr nehmt hier wieder zwei raus. Werkbank haben wir, glaube ich. Ich habe mal da oben eine Tür drin. Nö, aber vier haben wir davon noch. Das reicht nicht aus. Weil wir brauchen ja eine Tür. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Eine Tür. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch eine Tür haben. Doch, wir haben noch eine Tür. Sehr schön. Warum man das gar nicht benutzen? Ihr könnt da natürlich auch zwei Türen reinmachen, aber ich finde eine Tür wie so eine Kammer ist doch ganz sinnvoll. So, das heißt, ihr geht jetzt rein und macht quasi die Tür rein. So, und dann habt ihr hier einen schönen abgeschlossenen Raum. Und da könnten wir eigentlich auch nochmal Falltüren ransetzen. Wartet mal, wir gehen mal da rein. Sonst ist da so eine komische Lücke. So, und dann. Okay, das geht. Dass wir diese Lücke hier noch zuziehen. So, schauen wir mal. Ja, passt. Okay. Hier müsste so bis ganz unten gehen. Okay. Denkt dran, ihr könnt dann hier nichts mehr hinstellen, aber das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. So. Dann haben wir hier so eine Verkleidung drin, dann müsste das jetzt eigentlich passen. Dass da keine Lücke mehr ist, wenn wir jetzt hier hochgehen. Okay, dann müssen wir das natürlich hier auch noch zumachen. Logischerweise. Hier durfte er das allerdings nicht machen, weil ich habe so die Befürchtung, wenn wir das da machen, dass wir da nicht mehr durchkommen. Seht ihr? Hier. Hängen wir fest. Es macht nicht so wirklich Sinn. Können wir eigentlich so lassen. Warum nicht? Man muss ja nicht immer alles verkleiden und machen und tun. Ja. Also wie gesagt, jetzt haben wir unseren Treppenaufgang hier. Und es passt auch schon mal viel besser. Jetzt können wir uns überlegen, was wir hier unten machen. Also hier unten könnte man natürlich logischerweise auch so. Machen wir gleich aber noch ein paar Falltüren mehr. Das heißt, hier kommt wieder das hin. Ich habe nur noch 9. Okay. Hier hat es noch gereicht und dann müssen wir hier noch eine Reihe runterziehen. Weil wir lassen immer diese vorderen Dinger da offen. Okay, dann machen wir noch mal ein paar Falltüren. Ihr seht auch eine Regenzeit, wo man draußen mehr oder weniger nichts sieht, aber gut nutzen. So, wir brauchen ja noch eine Menge Falltüren, also von daher ist alles gut. Okay.
Wie gesagt, nutzt einfach die Redpause und macht innen drin weiter. In der Zeit könnt ihr euch dann überlegen, wie das dann mit dem Türmchen weitergehen sollte. So, jetzt machen wir hier genau dasselbe. Dahin, dahin, dahin. Dahin. Okay, das müsste eigentlich alles passen. Dann setzen wir oben wieder die ran. Denk mal, wir werden gleich noch ein bisschen Holz besorgen. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. So, jetzt haben wir ja diese Lücke hier. Die können wir auch verkleiden. Da können wir es eigentlich so machen, dass wir das machen. Weil da können... Ja doch, wir könnten in die Mitte, könnten wir eine Tür reinsetzen. Okay. Wir müssen mal sehen, dass wir dann noch Türen kriegen. Machen das jetzt erstmal ganz zu, weil es ist ja aufgestellt. Schauen wir mal, ob eine Tür da so sinnig drin ist. Aber ich würde sagen, wir machen hier eine Tür rein. Weil dann können wir hier nämlich noch Fässer und sowas alles hinstellen. Ich glaube, das passt. Jetzt machen wir dasselbe auf der Seite. Ich hoffe nur, dass das auch reicht alles. Ach, muss mal sehen. Das war hier. Wie gesagt, immer schön dahin drehen. Okay, klappen. Also ihr seid ja wirklich echt, ihr seid so belästigend. Okay, andere Seite. 3, 4. Es hat übrigens aufgehört zu regnen. Aber hat auch genau gepasst. Sagt, dann besorgen wir uns dann in der nächsten Regenfolge. So. Dann wieder die Dinger da oben rankleistern. Okay. Und dann das Ganze hier machen. Und wieder dann die zwei Löcher rein für die Tür, damit wir den Stauraum dann nutzen können. Also die weg und dann haben wir hier wieder Stauraum. Okay, dann haben wir das jetzt verkleidet. Jetzt können wir uns drum kümmern. Ich würde sagen. Das geht auch schön. Wir holen. Ja, wir haben so. Wir probieren das einfach mal. Das ausschaut. Nee, das ist. Wie gesagt, das Problem an der Sache ist dieses Ding hier. Das ist genau dieses Teil hier. Geht. Bin ich am überlegen, machen wir das so hin? So hin? Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. So hin. Das passt so. Ich würde sagen, wir ziehen einfach das Ding hier mal durch. Weil dieses Abgehackte ist. Oh, mein Ding. So, okay, weil dann können wir nämlich hier auch Lampen dann aufhängen. Ich glaube, das ist ganz gut.
Das ist ganz gut. Klar können wir die auch noch hier verkleiden. Aber dann sieht man die Treppen gar nicht mehr. Das ist auch doof. Weil wir wollen ja die Treppen sehen. So. Dann können wir ja die hier mal nehmen. Und einfach mal. Okay. Eins, zwei, drei. Der vierte. Okay, dann kommen hier schon mal die beiden Laternen rein. Wie gesagt, das kann man dann auch noch hübsch machen. Da kann man auch noch Sachen ransetzen. Das machen wir dann später. Weil wir müssen uns ja hier auch schon noch drum kümmern, dass wir hier einen schöneren Abschluss kriegen hier. Das seht ihr ja selber. Das sieht ein bisschen aus noch. Aber das kriegen wir hin. Also man kann dann zum Beispiel beigeben und diesen machen. Mal. Dann könnte man daran setzen, wie es einfach aussieht. Also wie gesagt, weil wir hier sind ja alles eine halbe Etage zu tief. Aber ich finde das gar nicht schlecht, schaut mal. Dass man den Eingang noch so ein bisschen hübscher hier drin macht, weil wir wollen es ja hier drinnen genauso hübsch haben. Dann könnte man das hier an den Fenstern auch so machen. Wartet mal. So, immer ziehen das mal durch bis hinten. Jetzt bin ich hier so voll im Bauwahn. Aber wir wollten hier ja eigentlich den Turm machen. So. Und so. So. Ja, der müsste dann wahrscheinlich so. Da ist das Fenster zu eng. Ja eigentlich los. Obwohl stören würde das eigentlich nicht so sehr. Dann müssen wir den halt wieder so rumsetzen. Das ist halt eine Ecke. Da könnte man dann auch beigehen und machen zum Beispiel. Warum nicht? Wir nehmen einfach eine Nummer. Stufe und knallen die dahin. Das ist ja auch Verzierung. So, und so seht ihr, man fängt eine Sache an, dann regnet es und dann macht man eine andere Sache und findet wieder kein Ende. Aber das ist eben halt schnell gemacht. Ja, ich sehe sie aus den Augenwinkeln. So. Machen wir das Ganze hier auch nochmal. Dann kriegt das innen drin auch gleich einen ganz anderen Look. Oh, dass wir so ein bisschen Deckenstruktur hier drin haben. Da ist der kommt dahin, der kommt dahin. Dahin. Da einer hin. Da einer hin. Naja, das ist. Das eine Fenster hier. Weil die Seite war ja ein bisschen anders gebaut. Es macht nichts. So, okay. Und dann sieht das Ganze hier schon wesentlich anders aus. Viel hübscher. Also man kann dann auch beigehen im Grunde genommen und sagen, okay, man macht jetzt noch so. Ja. Das geht auch. Aber wie gesagt, es ist dann schon ein bisschen too much, finde ich. Wir lassen das so. Da. Und dann sieht das hier unten auch schon strukturierter aus. Und dann kann man hier nämlich auch zum Beispiel Laternen hinhängen. Weil ihr wisst ja, halbe Blöcke und Laternen geht nicht. Also jetzt haben wir hier die halben Laternen. Okay, das heißt, die passen hier ran dann eher. Okay. Okay. Da will ich jetzt aber keine Hand haben. Das heißt,
Da könnte man zum Beispiel mit Ketten wieder arbeiten. Habe ich Ketten mitten? Habe ich. Okay, also man könnte jetzt hier mit Ketten arbeiten, dass man hier Ketten hinsetzt und eine Laterne runter macht oder. Ihr könnt sie auch hier ransetzen. Das geht auch. Wie gesagt, wichtig ist halt genügend auszuleuchten, weil sonst wird es dunkel zum Spielen. Okay. Den haben wir das schon. Nehmen wir mal unser Inventar leeren. Mein Shader wieder an. Na, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das nicht, sondern wir wollten jetzt die Wolle mitnehmen. Und dann wollten wir uns nach oben bauen. Weil wir müssen da jetzt hin. Okay. Wir machen das mal anders. Wartet mal. Das geht doch anders. Fahrstuhl. Gehen wir nämlich einfach ganz nach oben gehen. Weil wir hatten ja die Gerüste bis ganz oben aufs Dach gemacht. Bitte. Okay. Dann müssen wir uns hier mal so einen Hilfsblock hinsetzen. Weil wir müssen ja irgendwo das Gerüst draufstellen. Okay. Das heißt, das machen wir jetzt hier weg. Weil der Rahmen passt. Okay, jetzt muss man aufpassen, dass wir hier nicht. Ab hier einfach. Ich glaube, das ist besser, wenn das Ding nicht einen Rahmen drumherum hat. Okay, das hier weg. Ja, das ist immer aufbauen, abreißen, aufbauen, abreißen. Das ist normal. Macht euch da bitte keinen Kopf. Weil ein Gebäude, weil eine Idee, die man entwickelt, sieht manchmal doch anders aus. Und dann muss man halt wieder eine Runde abreißen und neu aufbauen. So. Weil unten kann man das dann immer noch verändern. So, okay, dann gehen wir jetzt mal gucken. Mal den hier erstmal mit. Okay. Auch mal wieder ganz nach unten. Weil wie gesagt, das da machen wir alles noch fertig. Okay, dann schnell raus, bevor es wieder dunkel wird und schauen uns das Ganze mal an. Ja, das ist doch viel, viel besser. Ohne diese Kanten, weil wir können ja das Dach, wie gesagt, noch ein bisschen verändern, hatte ich ja gesagt, dass wir da ein bisschen mit Granit und so arbeiten. So, jetzt müssen wir erstmal zu unserem Bettchen wieder mal. Das immer ein Hoch und Runter. Man sollte in jede Etage Betten aufstellen. Mit. Ich bin noch eine Etage. Etage zu niedrig. Okay, noch eine Etage hoch. Ich habe hier gar kein Licht, habe ich gerade gesehen. Das ist nicht gut. Das müssen wir sofort ändern. Oh. Okay, haben wir schon mal ein bisschen Licht. Okay, weil hier müssen wir ja dann nur den Durchgang bauen. Ja. Gut, dann haben wir jetzt hier den Turm. Von außen machen wir denn die Glocke.
So, und das, was jetzt wichtig ist, jetzt müssen wir uns das Dachmaterial holen. Wartet mal, ich muss mal schauen. Glockenturm. Es müsste denn so eine mal drei Fläche sein. Das kann sein, dass wir die noch ein bisschen höher sitzen. Es kann gut sein, dass ich höher sitzen muss. Warte mal, wie viel haben wir denn oben da? Wir haben unten zwei. Ich würde sagen, wir setzen die noch ein höher. Die wieder einsammeln und da wieder hin. Dass sie ungefähr so in mittig von dem Ding hier liegt. So, okay. Das heißt hier auch 1, 2, 3. Mann. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Okay, weil hier soll später Fenster, Uhr oder was auch. Okay, einmal hochhüpfen. Voller eins. Okay, das wären sozusagen die Türmchen. Jetzt müssen wir Mangrove holen. Weil wir müssen jetzt oben dieses Dach machen. Eins. Natürlich wichtig. Eins. Drei. Fünf. Okay, er ist 5 mal 5. Das heißt, das dürfte dann nicht so ein Problem sein. Wir werden jetzt mal das Bettchen doch noch mal mit nach unten nehmen. Weil wir müssen jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Den Turm. Das heißt, Wolle wieder reinschmeißen. Bettchen aufstellen. Okay. Gut. So, jetzt schauen wir uns mal an. Aber das müsste relativ mittig da sein. Jep. Weil die Umrandung von der Uhr kann man nämlich auch von außen machen. Die muss man nicht von innen machen. Und ich würde sagen, die Höhe ist auch gar nicht so schlecht. Aber wir gehen mal noch ein Stück weiter weg. Ja, passt. Das passt. Okay, ihr seht, es ist wirklich viel, viel Arbeit, wenn man ein Gebäude richtig schön machen will. Aber wie gesagt, ihr müsst euch da auch ein bisschen entscheiden. Also wenn ihr richtig schön bauen wollt, dann ist das so. So, jetzt muss man sehen, dass wir unseren Weg hier nach oben machen. Ja, wir bauen uns erstmal jetzt den Weg nach oben. Das muss weg. Der muss weg. So, und dann bauen wir uns hier nach oben. Darüber. Oh, hier liegt noch ganz viel Wolle rum. Okay, jetzt brauchen wir wieder so einen Hilfsblock. Weil wir bis da ganz oben hin. Gut, das heißt, wir setzen uns hier quasi so einen Hilfsblock. Genau in der Mitte, das ist gut. Und machen uns ein Gerüst bis nach oben. Okay, das muss noch ein bisschen höher. Das kann weg. Das. Okay, jetzt sind wir auf der Ebene, weil das ist nämlich gleich ganz wichtig. Weil ich will versuchen, also ich sag euch jetzt mal so, ich bin kein Turmdachdecker. Ja, also das, was wir jetzt versuchen, hoffe ich, dass das gut ist. So, und jetzt seht ihr schon, warum Gerüste so wichtig sind, weil da könnt ihr euch wundervoll auch um die Ecken bauen. So, das brauchen wir jetzt auch nicht, das brauche ich auch.
Das braucht. So. Jetzt brauchen wir Mangroven. Und zwar alles, was wir haben. Das. Das. Also alle Mangroven, die wir noch haben, die nehmen. Das ist jetzt wichtig. So, und dann nehmen wir uns das Ding hier. Das werden wir nämlich auch gleich da oben brauchen. Wie viele Treppen haben wir noch? 19. Ich würde sagen, wir machen uns gleich welche. Aus denen, die schon fertig sind. Und 15. Da machen wir noch welche und noch ein paar Treppen mehr. Okay. Gut. So ein bisschen stapeln, ein bisschen Ordnung machen hier. Das ist unser Ersatzholz. Okay, und dann gehen wir halt Werkbank mitnehmen. Ich habe keine Lust, mal hoch und runter zu rennen. Okay, und dann geht's. Also wie gesagt, ich bin kein Turmbauer. Lasst euch überraschen, ob wir das hinkriegen. Das ist bei mir immer so eine Sache mit Türmchen bauen. Aber wie gesagt, ich habe das relativ relativ versucht, mittig zu halten. So, wir können die Gerüste natürlich noch rechts und links zur Seite bauen. So, okay. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde gerne die untere hoch, die untere Kante erstmal setzen. Ja, hier abwärts. Die untere Kante setzen. Jetzt wird sich nämlich auch rausstellen, ob wir schlau genug waren und rum. Schlau genug waren. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja irgendwie die Kante dahin. Also ich würde sagen, wir ziehen die Kante einfach jetzt da mal hin. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt will ich ja überlegen, wie wir das am logischsten machen. Dass wir hier eine schöne Form hinkriegen. Dann müsste das hier auch rein. Bei. Und dann machen wir hier volle Blöcke hin. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Dass wir einen richtig schönen Turm da oben, ein schönes Turmdach kriegen. So, mal schauen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt. Also wie gesagt, das mit dem Ansetzen, das ist immer so eine Sache. So. Und da müsste der hin. Dann haben wir hier schon mal so eine Ecke. Dann machen wir das gleiche. Da jetzt. Gott. So ein. So ein und den dahin. Okay. Dann machen wir das hier auch so. Denk dran, immer schön sneaken. Wird so gefährlich. Da können wir die. Müssen wir die Reihe durchziehen. Und so. In der anderen Richtung. Oh, nein. Falsch rum. Ich sehe schon die ganzen Treppen unten. So. Dann uns drehen. Die Reihe durchziehen. Oh.
Lasst euch jetzt nicht irritieren, dass Nacht ist, weil hier oben kann euch nur was passieren, wenn ihr jetzt längere Zeit nicht geschlafen habt. So, nochmal um die Ecke. Es ist jetzt ein bisschen, wie gesagt, tricky bauen. So. Okay. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Jetzt wisst ihr, warum ich noch ein paar Gerüste mehr mitgenommen habe. Und warum Federfallschuhe so wichtig sind. Okay. Okay, also das hatten wir ja hier. Ach nee, Mann. Okay, vorsichtig hier lang. So, den hier hin, den da hin. Einen. Hier. Hier hin. Den dahin, den dahin. Und den dahin. Okay, und dann müssen überall jetzt immer drei sein. Okay, jetzt nehmen wir unsere vollen Blöcke. Und die setzen wir jetzt einfach dahin. So, dann haben wir das schon mal. So. Dann da. 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 Und den dahin. So, dann müssten wir das hier mal kürzen. Okay. Dann müsste hier einer hin. Da wartet mal. Nein, da muss der volle hin. Volle? Volle? Volle. So, und die müssen jetzt dahin. Hier fehlt noch der volle. So. 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 Und so. Okay. Der hier hin. Und der hier hin. Okay, dann haben wir schon mal die erste Runde. Jetzt müssen wir überlegen, wie geht's weiter. Hier einer hin. Hier einer hin. Einer hin. Da einer hin. Weil wir wollen das ja nicht übermäßig groß machen. Nein, der ist falsch. Dahin. 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 So, so weit wären wir schon. Das heißt, dann müsste da jetzt dahin oder muss der hier hin? Das ist jetzt die Gretchenfrage. Ich würde sagen, der müsste hier hin. Oder rein? Hm. Nee, ich glaube, der muss da rein. Wir machen es mal mit rein. Hier. Yeah. So. Ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach. So, genau. Und dann müssten hier wieder die hin. Aha. Oder wartet mal. Nein. Nein. Das irritiert mich gerade. So. Und dann müssten hier die hin. Das kann nur sein. Kann nur hässlich aussehen. Und wie gesagt, man kann es immer wieder abreißen. Okay. Oh. Oh.
wenn ich jetzt den hier hinsetze. Hier den hin. Ich glaube, das ist besser. Das ist so schwierig, weil man das ja nicht hier sehen kann. Das heißt, den dahin und den hier hin. Genau. So. Quetsch um die Ecken. Quetsch um die Ecke. So. Den dahin. Den dahin. Genau, da die Treppe hin. Das heißt hier der volle. Da der hin. So, und jetzt sind wir ja hier schon mehr oder weniger fertig. Und dann kann man natürlich da irgendwelche Zäune noch hinsetzen. Paar Zäune. So, aber wir wollen ja nicht, dass da oben auf dem Block einer spawnt. Okay, die können wir gleich holen. Ja, da reicht ein so. So, und jetzt bin ich halt gespannt, weil wie gesagt, das ist hier alles ein bisschen merkwürdig. Man kann jetzt beigehen und bei denen zum Beispiel Dinger noch aufsetzen. Ach, ich würde sagen, wir lassen das so. Wir schauen uns das gleich erstmal von unten an und dann... Autsch. Wie das so aussieht. Weil wie gesagt, ich bin kein Turmbauexperte. Ich versuche da auch immer irgendwo den möglichst... da stoßen wir uns eher den Kopf, wenn wir uns da jetzt hinlegen würden. Okay, gehen wir mal schlafen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Weil alle Seiten sehen ja eh gleich aus. Also von daher können wir auch von einer anderen Seite gucken gehen. Das auch schon. Auch wenn die Fläche jetzt... Denn hier schon wieder los. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Okay. Nur mal noch ein ganzes Stück weggehen. Wo ist der beste Platz zum Angucken? Ja, es sieht etwas gewöhnungsbedürftig. Also, wie gesagt, ich bin kein... Nö, es geht eigentlich. Doch, sieht doch gut aus. Ja. So für Turmdach. Wie gesagt, Turmdächer sind so nicht unbedingt meine Spezialität. Aber ich denke mal, das passt. Das passt. Also die Seite haben wir ja noch nicht verkleidet. Also ja, ich würde sagen, das passt. Ein bisschen kompliziert zu bauen. Weil jedes Turmdach ist auch anders, weil es kommt ja auch immer drauf an, wie hoch wollt ihr etwas haben. Und in dem Falle, wie gesagt, wollte ich das Mützchen da oben nicht zu groß machen. Gut, dann gehen wir mal die Gerüste abbauen. Die brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Dann sehen wir das nämlich da auch richtig. Einmal dahin. Jetzt wieder mitnehmen. Jetzt alles einsammeln. Bei Gerüste, wie gesagt, bis da Spinnfäden, ne? Den können wir schon wegnehmen.
Oh, alles einsammeln. Ich hoffe, da oben hängt nicht noch irgendwas rum. Und immer schön. Was machen Sie auf meinem Gerüst? Würden Sie da bitte mal runtergehen? Hallo. Was soll das denn jetzt wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Gehen Sie von meinem Gerüst. Mein Gerüst. Nicht Ihr Gerüst. So, dann schauen wir das jetzt mal von der perfekten Seite an, wie das ausschaut. Da müssen wir wieder ein ganzes Stück hingehen. Okay. Ne, ich denke, das passt, weil das ist nicht so hoch. Weil wir wollen ja da kein riesen Kirchendach drauf haben. Also bei der Kirche wird das dann noch mal wieder anders. So, jetzt haben wir das. Wir hätten eigentlich die Gerüste doch stehen lassen können, weil ich hätte das ja gleich von außen noch machen können. Aber, ey, ob ihr es glaubt oder nicht, die Folge ist schon wieder vorbei. Die war auch, glaube ich, schon wieder überlang, weil sowas dauert. Okay, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bubu.